Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder auf der wunderschönen Canterbury Infinity. Und wie immer, zwei Missionen am Anfang. Oder Timelap am Anfang mit zwei Missionen. Ich habe mir wieder zwei kleine ausgesucht, damit ich gleich da weitermachen kann. Einer mir sollte noch in Aktion sein. Okay, ist nicht mehr in Aktion. Ist auch fertig.
Sehr gut, dann Abfahrer entlassen, dort, so. Wenn das so ist, habe ich das gröbere Fahrt schon gepflegt. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ist gepflückt. Dann. Fahren wir mit dem nach Hause. Ja, danke. Warum hänge ich da so schick drin? Hurra! Probieren wir mal was anderes. Ich hängt da voll fest. Schauen wir mal, wenn ich das hintere runter tue. Mit dann los. Was machen wir? So, warte mal. Schlecken. Was ist das denn für einer? Ey, der Große, der 700 da, oder? Zurücksetzen, ja. Okay, passt. Und dann gleiches Gewicht und das andere auch zurücksetzen. Wenn du mich nicht magst, kannst du mich am Buckel überrutschen. Da, du Sau, zurücksetzen, ja. Okay. Und dann müsste noch ein Gewicht sein. Nein. Da bist du das. Na, das ist es nicht. Dann bist du es zurücksetzen. Ja, okay. Ich glaube, das wird halt wieder nicht mehr Tag. Geben wir Gas. Also leider warum? Du bist nicht so langsam unterwegs. Und du auch.
So, die zwei Felder sind fertig, 5 und 1. Ne, da mal kurz eine, da fahren wir da 4. Das. Den stelle ich dazu mal zum Waschen. Bisschen warten, muss ich dann auch einmachen. So, dann ausstellen. Und dann nochmal waschen. Jetzt habe ich herausgefunden, wie ich mit dem Lenkrad das komplett mache. Von Lenkrad mit den 4 mm Brausen und mit der Taste für rechten Blinker betätigen. Einer schlecht. Was machen wir wissen? So. Ist das aber? Ja, passt. So, und jetzt machen wir da die Karten auf. Und zwar das Feld Nummer 5. Mal wieder mal das machen wir mit der Maus. Ist mit der Düngestufen komplett schwarz, fast rot. Das wäre fertig. 1er A, 14er muss ich machen. Einmal düngen. Und 22 und 23 habe ich gerobert, ist aber trotzdem schon leicht blau. Fragt mich nicht warum. Aber das will ich auch gleich düngen. Das heißt, jetzt will ich mit düngen. Und wir vorher kurz versuchen, ob ich bei der BGA, damit währenddessen ein Gold reinkommt, das Programm schon schreiben kann. Warum haben die BGA? Opferbarmarsch? Hä? Das müsste da. Brauche nur die Karten wieder komplett groß machen. Ja, stell mal. Mal schauen, ob ich das noch zusammenbringe, weil das ist ein bisschen komplizierter, was ich noch weiß. So. Aber. So, wir starten da heraus und sagen: Schaufel befüllen und entleeren. Also, und das war verdichten, befüllen und entleeren. Kursaufzeichnung beginnen. So, da glaube ich muss ich. Nein, das ist nicht Ableitung. Pause. Da und da verkehrt zurück. Ah. Einlenken. Dann da 4. Ich glaube, ich muss sie wieder parken.
Dann da hoch. So, so Abladepunkt. Dort haben wir den Verkehr zurück. Ja, passt schon. Und stopp. Zu wenig Wartepunkte, 3 benötigt. Hä? Okay, passt. Ich bring's nicht zusammen. Schaut drum. Muss ich nachher noch einmal nachschauen, wie der Scheiß geht. Wenn man, was brauche ich jetzt? Die Düngemaschine, habe ich gesagt. Die Sämaschine brauche ich auch nachher unten. Und mit dem Hirlemann gehe ich noch einmal hin. Okay, passt. Das heißt, dann stelle ich mal da rein. Jetzt muss ich wieder weit ausholen. Ah, da lange vorher noch auf wieder. So, da. Die muss ich aber auffüllen lassen. Von unserem Hülle. Hülle, Hülle. Ist da was drin? Na, schon. Mach man voll. So,
Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Es kommt da wieder eine. Schau dir mal daher. So, ja. Passt. Die Sämaschine. Ja, theoretisch könnte ein Kurs einfahren für Falt 15 jetzt oder nachher für die hinteren Falter. Ja, für Falt 15 zahlt sich nicht aus, eigentlich. Da unten? Nein. Ich bin echt halt leicht verwirrt. Aber ich denke, das ist sehr schnell. Unten will ich es dünnen, eh mit dem Kürzbrenn machen. Unten am Weg einfahren kann, um mich zu. Das war ja wieder so klar. Das ist die falsche Tastendruck. So, und kurz Stopp. Tut er oder tut er nicht? Er tut nicht. Warum tut er nicht? Probier halt in der nächsten Wachstumsphase noch einmal. Okay. Das heißt, da fasst man jetzt gleich oben. Das verstehe ich nun wieder nicht. Wir sehen schon die ersten Düngestufen. Deswegen geht's nicht. Wow! Was war das? Also, ich bin auch mit der Düngemaschine bei noch unten. Aber ich muss die Sämaschine auch noch rüber schicken. Deswegen fahren wir jetzt gleich in CB-Kurs ein. So, starten wir dann da außerhalb. Da. So, jetzt ist schon noch mal ein Weg und zwar geradeaus, 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 da links, geradeaus, geradeaus, geradeaus. Passt. Einundzwanzig, zweiundzwanzig,
23, 24 und 35. Dann zurück. So. Kursaufzeichnung beginnen. Wechsel setzen für Kreuzer. Damit ihr keine Probleme habt. Bam. So, und daher das eine und stopp. Speichern. Das schreiben. Und jetzt. Von Hof zu Feld, bei der Klagschimpke, ja. Feld 21, 22, 23 und 35. Passt, Enter und speichern. Gut. So. War das jetzt gespeichert? Ich hoffe. Machen wir die auf. Tun wir die schnell auffüllen noch mit beiden. Na komm, gib Gas. So. Magst du mir nicht? Ich glaube, ein bisschen ist einer gekommen. So viel Pfuhlzeit dann. Wow! So. Heute bin ich echt der Chaos vorher.
Passt. Ja, weißt du was? Mir fällt gerade was anderes ein. Ich muss sowieso zuerst graben. Bevor ich aussehe, weil ich habe ja gepflügt, nur wenn das so ist, schenkt man gleich beide runter. Zwar die mit dem Grover. Diesen. Kursbeginn am Anfang. Machen wir die dazu und die schicken wir, glaube ich. Deaktivieren, Kursbeginn am Anfang, erster Wegpunkt. Was da ein erster Wegpunkt, der anscheinend. Mach zu. Noch einmal und Abfahrer einstellen. Er macht wieder auf. So, jetzt einmal kurz zu. Und da aktivieren. Aber wenn ich das vergesse, fahrt er mich trotzdem weiter. Das Gespräch habe ich oft genug schon gehabt. Da ist mir die, sag ich mal, kleine Drecksau nachher sogar beim Berg am Arbeit gefahren. Die müssen die aber düngen können jetzt, oder? Wenn ich die jetzt auch nicht düngen kann, dann weiß ich nicht mehr weiter. Steigt im Verkehr fest? Das ist wieder weg. Steigt im Verkehr fest. Alter. Wie dreht's da ein, hä? Betrifft. Okay, jetzt steckt er nicht mehr im Verkehr fest. So, mal kurz stopp. Und jetzt auf, Burschen. Jawohl, der lässt sich. Hat mir schon gescheit jetzt, dass der auch nicht geht. Okay, der eine ist da und der andere wird noch schreiben, steckt im Verkehr gleich fest. Was ist mit dem? Warum zieht es denn so?
Richtig. So, jetzt sind beide da. Das ist sehr gut. Das ist ein Wahnsinn, er rutscht da vollgas durch. Schaut mal, wie der Hinterreifen durchrutscht. Passt. Okay, aus. Aus, aus, aus. Passt. Oh, da, da, Abfahrer entlassen. Hast du gut gemacht, darum wirst du auch nicht ausgelacht. Und der andere wird jetzt gleich schreiben, Ende des Punktes erreicht. Ja, genau, so setz ich drauf. So, da. Und wir... Wir hoffen daher. Oder ich stehe gerade mal ein paar Sekunden da, brauchst nicht hoppen. So. Feldarbeit. Feld 22. Arbeitsbreite. Muss ich noch schauen. So viel Zeit muss sein. Und zwar der Grover. Also brauche ich noch schon Garage. Wo haben wir? Der Grover da. 3 Meter, passt, zurück, zurück. Dann macht man ein bisschen kleiner um eins. Startposition, die aktuelle. Aktuelle Fahrzeugposition, Startrichtung automatisch. Start. Okay, nicht anders machen. Dann am Startpunkt enden deaktiviert. Vorgewende machen wir zwar. Und Ecken weich und laden. Junge, wenn man ganz im Kurs anschauen. Sieht gut aus. Darfst du von mir aus machen. Am Beginn mache ich und nächsten passenden Weg. Sehr gut. Abfahrer entlassen. Du jetzt. Der rutscht da wieder. Hat das hinten einen bestimmten Grund? Da kann anscheinend gleich, weil ich den unten gehabt habe. Ich bin es halt nur gewohnt, dass ich dann dass ich immer alles runter kann. Oder runter sink, bevor ich es ausschalte. Was aber da von Düngen eigentlich ein Blödsinn ist. So, oder das machen wir nämlich mit der Hand. Wir machen es mit der Hand. Ich würde sagen, wir machen es selber. Das Düngen, das geht ja schnell. Und während der andere drum grobert, ich da noch hellfertig sein und soll er da graben und dann beginnen wir sehen,
Jedenfalls will ich wieder irgendetwas machen, weil ich das Stroh rauskriege. Und vielleicht wird inzwischen auch ein Fall gleich fertig von Anfang der, was ich kaufen will. So. Sehr schön. Passt. Damit müssen wir warten, bis der Antrieb mit dem Kurbeln fertig ist. Aber was weiß ich, ist die heutige Folge eh wieder zu Ende. Deswegen werden wir den Rest morgen machen. Der braucht ja noch ein bisschen. Da werden wir morgen machen, während ich meine Missionen mache, kann ich da fertig graben. Und dann machen wir einen Wechsel. Da sehen und du gehst zum nächsten Feld. So machen wir das. Passt. In diesem Sinne würde ich dann sagen: Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Und bis morgen. Ciao, ciao.